Hallo liebe Freunde der grilltechnischen Unterhaltung, mein Name ist Michael, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich auf diesem alten Tischbein hier mal eine Spezialität aus alten Zeiten machen, die es eigentlich so zu Weihnachten gehört, für viele zumindest. Wie ich das mache, das könnt ihr euch jetzt im Video angucken. Also, dieses alte Tischbein benutze ich natürlich nicht als Tischbein. Ich habe mir einfach diese Tischbeine hier bestellt, weil, also so eine Holzrolle für auf dem Drehspieß drauf, die konisch ist und noch nicht mal so lang, sondern nur so lang, die kostet irgendwie 40 Euro. Und so ein kleines Holzbeinchen hier, was ziemlich genau so lang ist wie mein Heckbrenner hinten im Grill, kostet ziemlich genau 1,69 Euro. Deshalb bin ich einfach hingegangen, habe mehrere gekauft und die durchgebohrt. Dann hier hinten so ein kleines Stückchen Rohr mit einer Mutter aufgeschweißt und einer Klemmschraube, damit ich die immer schön tauschen kann. Was ich jetzt hier drauf machen will, ist folgendes. Und zwar wird ein Teigstreifen hier drauf aufgewickelt und dann vor der Rotisserie laufen lassen und nachher so halb warm noch mit Butter bestrichen und Zucker, dass das schön karamellisiert ist. Dann wird der abgezogen, dann kann man den auskühlen lassen, kann man eine Weile im Kühlschrank aufheben, den kann man als Eishörnchen benutzen, keine Ahnung, und dann könnt ihr von mir aus irgendwie Vanillezipfel Schaum reinmachen und dann außen grün ansprühen mit Lebensmittelfarbe und das irgendwie als Weihnachtsbaum Schmackerl verkaufen, das ist mir egal. Ich will es auf jeden Fall jetzt erstmal ausprobieren, ob es überhaupt funktioniert. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier weder Butter noch Mehl stehen, weil Gott sei Dank ist meine Frau nicht da, deshalb können wir jetzt erstmal rein, an der ihren Küchenmaschine rumspielen. Kommen wir jetzt erstmal zu den Zutaten. Hier ist noch ein kleines Reststück Butter. Ich habe aber die anderen 125 Gramm habe ich jetzt schon im Topf, weil die müssen ausgelassen sein. Dann hier mache ich immer gerne Spritzer die Messe dazu. 250 ml Milch, da sollte man natürlich noch ein bisschen was mehr haben zum Nachschütten. Das kommt ja aber auf an, wie der Teig wird. Wir brauchen allerlei Couleur an Zucker, weil hinterher zum Drüberstreuen und so weiter habe ich jetzt hier Hagelzucker und Puderzucker. Das hier ist normaler Zucker, der kommt schon löffelweise gleich schon noch mit in den Teig hinein. Dann Päckchen Vanillezucker, wo wir schon bei Zucker waren, und noch ein Päckchen Trockenhefe. Zwei Eier und 500 Gramm Mehl. So, und den ganzen Krempel, den müssen wir jetzt erstmal zusammenmischen. So, der Teig, der muss jetzt einfach eine halbe Stunde lang ruhen. Jetzt müssen wir hingehen und den Teig, der ein bisschen gegangen ist schon, kneten und in kleine Röllchen ausrollen. Dafür bedanke ich mich jetzt schon mal beim Heuman. Ich probiere das jetzt mal aus, seinen Trick. Der hat mich einen Trick gezeigt in seinem Video, das will ich mal hier verlinken. Und zwar diese, die sich immer wieder zusammenrollen, Backpapierausschnitte. Die sollen wir einmal einfach zerknüddeln. Tatsache, Junge, das klappt. Okay. So, da ich von der Menge her ungefähr für 5 Striezel den Teig gemacht habe, werde ich jetzt einfach dieses hier schon mal in 5 Teile teilen. Die werden dann schon mal grob ausgerollt. So, jetzt ist das schon mal alles nach der, nennen wir es mal erste Gärphase, halbe Stunde, 40 Minuten, habe ich das jetzt so schon in kleine Würstchen gerollt. Und jetzt bleibt das noch mal 10 Minuten liegen und dann können wir das auf den Holzstock wickeln. So, dann geht's los. Sollte das soweit sein, versuch's einfach mal hiermit. Das aufzuwickeln.
Natürlich müssen wir das Holz vorher noch ein bisschen mit Butter einpinseln. So, jetzt kann es losgehen. Das geht tatsächlich unerwartet einfach. So, jetzt das Ganze, die Butter, die muss ich glaube ich noch mal ein bisschen warm machen. Das dauert nur kurz. Ein Pinsel mit Butter geschmolzener. Achso, ich weiß nicht, ob man das auf dem Video so gut erkennt. Ich habe den vorhin einmal komplett so abgedrückt mit der Hand. Man kann den auch auf den Tisch rollen, aber habe ich hier leider nicht genug Platz für. Das hat den Hintergrund, dass es alles möglichst gleich dick ist. Aber ob das was ausmacht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es jetzt soweit. Jetzt geht's auf zum Grill. So, liebe Leute, der Heckbrenner ist an. Das kann man, glaube ich, auf der Kamera schlecht sehen. Aber den habe ich schon vorglühen lassen. Vorglühen. Auf jeden Fall. Kommen wir jetzt zum interessanten Teil. So Leute, ich weiß, ihr wartet jetzt, dass die Striezel sich da stundenlang dreht. Aber ich habe direkt mal hier einen Cut gemacht, weil der erste, der war scheiße. Also meines Erachtens. Und ich denke mal, ich zeige ihn mal am Ende vom Lied. Hier unten war wohl zu kalt oder hätte man vielleicht noch ein bisschen lassen können. Aber hier oben ist noch schlimmer gewesen. Hier hat sich die ganze Sache abgewickelt und unschön, hat sich da verknüttelt und so. Ich denke, es lag hauptsächlich daran, dass ich viel zu viel Butter genommen habe und wahrscheinlich auch zu früh. Das heißt, wir haben ja noch genug. Kommt jetzt Nummer 2. Und zwar fange ich diesmal ein bisschen früher an. Und mache hier irgendwie später an. So, mache hier mal irgendwie so ein. Und natürlich werde ich jetzt halt auch nicht mehr so viel Butter nehmen. Allerdings, das mit dem Rausziehen hier aus diesem Stock, das hat echt super funktioniert. Also das war hoffentlich. Ich versuche jetzt mal das hier alles ohne Butter mal sehen. Oh. Kommst dir vor, wieder eine Röste, wenn du da drauf gewickelt hast. So, jetzt wieder ab zum Grill. So, jetzt auf ein neues und ich habe auch hier in der Mitte die zwei Brenner, die habe ich zusätzlich auch noch an. Ich mache bei der ganzen Aktion auch einfach mal den Deckel zu und dann was haben wir jetzt? Er war eben gerade noch zu, wahrscheinlich so irgendwo zwischen 200 und 250 Grad. Da gucken wir jetzt gleich nochmal. So, ich hoffe, man kann das auf der Kamera sehen. Ich habe jetzt gewartet, bis der so ein bisschen schon, könnte eigentlich, naja, auf jeden Fall werden wir den jetzt mal mit Butter einstellen. So, jetzt nochmal kurz zurück. So, wie man schon sehen kann, ist der mir jetzt leider ein bisschen zu viel am Stück. Also diese, dass die Ringe einzeln stehen bleiben, wie bei dem ersten schon ein bisschen war, ist bei dem jetzt gar nicht. Ich habe jetzt noch ein paar, ich versuche jetzt auf jeden Fall als nächstes, das werden wir jetzt dann hier quasi ab jetzt im Schnitt machen, versuche ich als nächstes einmal nur das Holz einzubuttern vorher oder einmal das Holz wieder nicht einbuttern und das Ding einbuttern und dann mal gucken, wie was wo wird. Auf jeden Fall werde ich die alle hintereinander so im Grill machen, dass der Grill geschlossen ist und die beiden Brenner hier, also die direkt darunter sind, mit an sind. Weil das hat es auf jeden Fall schon gezeigt, dass das besser funktioniert, als wenn das nur so vom Rückenbrenner gewärmt wird. Allein schon zeitmäßig.
So, das ist jetzt noch die Variante spät eingebuttert. Jetzt kommen wir erstmal dazu, wie gut die sich von dem Holz runterlösen lässt. Also das funktioniert wirklich sehr, sehr, sehr gut. Der Konus ist wahrscheinlich schon ein bisschen zu krass. So, den habe ich jetzt gerade vor 21 Sekunden drauf getan. Und der wird jetzt direkt mal gebuttert. So Leute, der sieht jetzt eigentlich bis jetzt am besten aus, dass er schön hier, das bleibt schön einzeln, hoffe ich. Und gut, deshalb werde ich das jetzt noch mal ein bisschen mit Butter und mit Zucker einpinseln. So, Butter und Zucker sind drauf. So Leute, diese Version gefällt mir jetzt auf dem Stock schon am besten. Die werden wir jetzt mal nachzuckern. Also ganz klar, ganz klar. Ich probiere nochmal den. Oh, ist wenig Puderzucker drauf. Boah, boah, mega. Aber den letzten, den mache ich jetzt auch so. So, liebe Leute, da sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ja, wer aufmerksam zugeguckt hat, der weiß jetzt, wie man das am besten macht. Also ich werde es immer so weitermachen. So ein, ich sag mal, so ein Holzbein hier, weiß nicht, ob das aus Kiel kommt, aber Holzbein Kiel wäre ja cool. So ein Holzbein ist echt optimal. Es war ein bisschen schwierig, das Loch dadurch zu bohren, das gebe ich ganz ehrlich zu. Aber ey, ich habe das erst mal extra zwei gekauft und das zweite musste ich nicht anbrechen. Also das kriegt ihr auch hin. Und so kann man locker mal eben 38 Euro sparen. Die Striezel selber, ich habe alle Arten, wie gesagt, hier hingekriegt. Komplett am Stück hell, komplett am Stück dunkel. Und auch am Ende die, die so sind, wie sie aussehen sollen. Und damit, denke ich, habe ich mir jetzt mal so ein Feierabendbierchen verdient. Weil was passt am besten zum Striezel? Bierchen natürlich, ne? Also in diesem Sinne, Leute, Prost und ja, frohe Feiertage, auch wenn es dieses Jahr ein bisschen blöd wird. Ne? Aber es kommen auch wieder bessere Zeiten. In diesem Sinne, Leute, ich empfehle mich. Ach so, Abo drücken könnt ihr natürlich machen. Ist mir auch egal. Ich empfehle mich. Bis zu meinem nächsten Video. Ein bisschen Marmelade dazu. Ich glaube, die muss ich mir jetzt noch übernehmen.